So, we are ready to start. Also wir sind jetzt bereit. Wir haben alles Technische gelöst. Alles andere wird das Internet versorgen, dass möglichst viel schiefgehen wird. Das wird kein klassischer Talk sein. Wir werden erstmal ein bisschen Einführung haben, aber dann geht es dann ziemlich schnell in den Q&A-Bereich rein. Ich hoffe, dass das wirklich Spaß machen wird. Es ist allerdings auch kein spaßiges Thema. Wenn ich immer wieder höre, dass Hilfeleistende in diesen Krisengebieten angegriffen werden, finde ich also sehr schockierend. Also ich finde es nicht nur tragisch, sondern ich finde es wirklich schockierend. Und insofern habe ich so viel Respekt vor Organisationen wie Médecins Sans Frontières, also Ärzte ohne Grenzen, und jetzt auch CADOS, die auch da aktiv ist. Und deswegen habe ich die Ehre eigentlich, Sebastian und Frank jetzt auf der Bühne locken. Die werden ja drüber sprechen. Vielen Dank für den Applaus. Ja. Ja. Oh. So. Fängt gut an. So, könnt ihr mich verstehen? Ja, genau. Wir wurden ja schon so nett angekündigt gerade. Ich bin Sebastian von CADOS. Frank von Ärzte ohne Grenzen. Genau. Wie gerade schon gesagt, wir wollen jetzt einen Input geben, warum wir über dieses Thema sprechen wollen. Das ist aber dann definitiv nicht halbe Stunde und mehr, sondern die Idee ist tatsächlich ein bisschen über dieses Thema auch ins Gespräch zu kommen. Wir haben den Talk in ähnlicher Form schon mal in Berlin gehalten, in einer relativ kleinen Runde, und haben da gemerkt, das war sehr spannend, dass hier aus da eine Diskussion entstanden ist. Und so kam dann die Idee dazu, das hier auch zum CCC zu bringen. Die kurze Einführung, die kommt so ein bisschen, wie sich bei uns diese Fragestellung eigentlich entwickelt hat. Und zwar, CADOS wurde vor 5 Jahren gegründet und von so ein paar Leuten, die ein bisschen abgegessen davon waren, wie viele andere klassische Hilfsorganisationen arbeiten. Und es war damals die Idee, es gründet sich eine linke Hilfsorganisation. Da haben wir nicht viel drüber nachgedacht, was das bedeutet. Wir haben es selber als Linke definiert und dann gesagt, dann ist die Organisation natürlich auch links. Und haben damals fast zufällig angefangen, in Rojava zu arbeiten, was sich heute gerne Nordostsyrien nennt. Und es war damals schon, dass es eine sehr, sehr breite linke Solidarität gab zu diesem Thema und deswegen wir auch auf sehr positiven Zuspruch aus Szene-Connecten gestoßen sind. Das heißt, da gab es überhaupt keine Frage. Ne? Wir haben im Endeffekt vor Ort Menschen aus der kurdischen Community ausgebildet, gab positives Feedback, alles gut. Es war 2015 auch noch so. Zusätzlich haben wir 2015, 2016 ganz kurzen Ausflug in die Seenotrettung gemacht. Das war so die Hochphase, wo tatsächlich viele Schiffe auch gebraucht wurden. War von unserer Seite ein bisschen bekloppt, war viel zu viel für uns eigentlich, aber haben wir gemacht, gab auch positiven Zuspruch. Also rechte Trolle haben natürlich gesagt, alles scheiße, aber grundsätzlich war klar, das kann man, das sollte man machen als Organisation. 2017 haben wir ein mobiles Krankenhaus gebaut, wieder für die kurdische Community. Das wurde auch noch positiv rezipiert und dann wurde es langsam spannend, weil wir 2017 damit nach Mosul gegangen sind, weil wir nicht über die innerkurdische Grenze quasi zwischen Nordirak und Nordsyrien gekommen sind. Und in Mosul wurden wir dann gefragt, ob wir uns vorstellen könnten, also von den organisierenden Strukturen wie WHO, da vor Ort Traumasupport zu leisten. Und da fing das an, so ein bisschen zu brechen, dass die ersten Stimmen kamen, die meinten, wieso machten ihr das? Ja, also Mosul, das sind ja zum Teil IS-Familien, also die Zivilisten, Zivilistinnen, die da verletzt kommen. Wieso helft ihr denen? Was soll das denn jetzt? Es gab nochmal so einen Ausflug, dass wir das Krankenhaus haben wir übergeben. Danach haben wir in Bosnien nochmal Support geleistet in der Refugee-Hilfe. Wieder positive Rückmeldung. Und jetzt ist unser Hauptprojekt tatsächlich, wir betreiben ein Feldkrankenhaus in Nordostsyrien. In einem Refugee-Camp, das war mal für 10.000 Menschen ausgelegt, da leben jetzt 70.000 Menschen und ungefähr die Hälfte davon sind Familien, die den sozialen Kern des sogenannten Islamischen Staates gebildet haben. Warum haben wir das gemacht? Wir wurden wieder gefragt. Es hat sich keine Organisation gefunden, die dafür bereit war. Liegt zum einen natürlich daran, dass es sehr, sehr hohe Sicherheitsanforderungen gibt dort in Nordostsyrien, quasi mitten in der Wüste, mit den lokalen Strukturen, in einem Camp zu arbeiten, wo tatsächlich der Islamische Staat noch mehr oder weniger am Leben ist. Also es sind hauptsächlich Frauen und Kinder, die da leben, aber die Ideologie ist da noch so richtig, richtig komplett alive. Und
Nachdem wir angefangen haben, darüber Berichterstattung zu machen, gab es Reaktionen wie zum Beispiel, ich habe weder Respekt vor Ihrer Arbeit noch Ihrem Mindset. Das war eine Reaktion auf einen Bericht in Spiegel Online. Auf Twitter gab es so Geschichten, ist jetzt relativ, ich kann es hier kaum lesen, wo eine Userin geschrieben hat, der Frau ist schon klar, dass die Dame in Schwarz neben ihr einem Kult angehört, der für den Tod unschuldiger Menschen verantwortlich ist. Also schon auch mit der deutlichen Konnotation, warum macht ihr das? Ne, so ein bisschen in die Richtung, die haben keine Hilfe verdient. Und die Beiträge wurden später immer also qualitativ hochwertiger, wie zum Beispiel halt einfach die Gosche, du kleines Insekt. Das war bislang der niveauvollste Beitrag dazu. Und so kamen wir eigentlich tatsächlich zu der Fragestellung, beziehungsweise zu dem Thema, dass wir gerne mal drüber reden würden, gibt es eigentlich Grenzen humanitärer Hilfe? Wer hat die eigentlich verdient? Also gibt es jemand, der keine humanitäre Hilfe verdient hat? Und tatsächlich aber auch, wie macht man das heutzutage, wo die Konflikte nicht mehr so sind wie früher? Ne? Also früher gab es ja, also Krieg ist immer scheiße, aber wenn zwei Staaten miteinander in einen Krieg gehen, dann gibt es zumindest noch so einen Überbau wie Genfer Konventionen, humanitäre Prinzipien, wo man sich eigentlich dran hält. Und mittlerweile reden wir, wenn wir zum Beispiel vom IS reden, und Frank wird da wahrscheinlich noch mit mehr Beispielen kommen, von asynchronen Konflikten, nämlich dass eine Konfliktpartei kein Staat ist und sich auch ja, nur bedingt oder gar nicht an irgendwelche Voraussetzungen hält. Ne? Wie der Islamische Staat zum Beispiel, der ganz gezielt Ambulanzen und andere Gesundheitseinrichtungen angegriffen hat. Aber das ist vielleicht die Überleitung, was humanitäre Prinzipien eigentlich sind. Da bist du viel gewiefter als ich. Also vielleicht zwei Worte auch zu Ärzte ohne Grenzen. Also ich bin eigentlich Allgemeinarzt und arbeite seit über 20 Jahren unter anderem mit Ärzte ohne Grenzen. Bin auch in der Seenotrettung mit Sea-Watch unter anderem tätig gewesen und auch nach wie vor immer mal wieder. Und natürlich ist das eine total relevante Diskussion, die stattfindet, weil sie auch dahin geht zu sagen, wir haben hier was ganz Altes sozusagen, was wir immer vor uns hertragen, die humanitären Prinzipien, da stehen sie in erster Linie, da fehlt noch die Menschlichkeit, was irgendwie das übergeordnete Prinzip eigentlich ist. Und sind die denn heute überhaupt noch adäquat, sind die überhaupt noch modern? Kann man die in diesen Konflikten, die so asymmetrisch sind, wie man sich das nur vorstellen kann, die so viele verschiedene Player mittlerweile haben, überhaupt noch nutzen? Sind die sinnvoll so aufrechtzuerhalten? Und es gibt ernstzunehmende Stimmen, gerade jetzt auch nach Mosul zum Beispiel, wo Herr Spiegel ganz groß in der Untersuchung gesagt hat, das kann man eigentlich nicht machen. Denn letztendlich ist es so, dass immer mehr Akteure sozusagen diese Funktionsweise der humanitären Hilfe in Frage stellen, indem sie sie einfach so nicht mehr zulassen. Man muss also in der Zukunft davon ausgehen, dass Sanktionen wirklich folgen, wenn man versucht, sowas umzusetzen, bis hin wirklich zu direkten Angriffen, und entsprechend muss man halt einfach diesen Teil vor allen Dingen der Neutralität im Grunde komplett kippen. Nun komme ich von einer Organisation, die halt sehr, sehr, sagen wir, traditionell ist, wie du das anfangs gesagt hast, und deswegen gibt es ja CADUS, weil sie sich genau davon distanzieren wollten in mancher Hinsicht, da kann man vielleicht nachher nochmal dazu kommen, weil Ärzte ohne Grenzen hat sich ja unter anderem gegründet Anfang der 70er, weil sie halt nicht mehr in dem Roten Kreuz sozusagen direkt untertan sein wollten oder nicht mehr dort zusammenarbeiten wollten, sondern eher ein linkes Projekt aufziehen wollten. Also das heißt jetzt hier auch wieder eine Weiterentwicklung, die natürlich ganz spannend ist. Und man muss sagen, dass humanitäre Hilfe zum einen ganz wichtig nie die Antwort auf ein richtiges Problem, auf einen Konflikt sein will und kann, und zum anderen aber auch immer schon dazu geneigt oder bei den Machthabenden sozusagen als ein Instrument benutzt wurde. Ja, und da müssen wir uns ganz klar gegen verwehren. Und wie machen wir das am besten? Das ist jetzt vielleicht die Diskussion, die wir hier gemeinsam haben wollen. Und Syrien ist da nur ein Beispiel. Und ich möchte da eigentlich nachher auch noch auf andere kommen, die für uns vielleicht relevanter sind. Aber vielleicht, weil du es einführtest, gerade diese Frage nach den humanitären Prinzipien. Also die Unparteilichkeit ist natürlich für uns eine ganz relevante Sache. Wir gehen dahin, wo die medizinischen Notwendigkeiten am schlimmsten sind, wo wir einfach sehen, die Leute leiden aufgrund der Situation. Und wie gesagt, wir sind nicht die Antwort auf die eigentliche Grundproblematik, sondern wir sind da, weil halt Hilfe notwendig ist, weil halt keine Basisgesundheitsversorgung mehr da ist, weil keine Leute mehr operiert werden können, weil die Sterblichkeit massiv in die Höhe gegangen ist. Ja?
Und die Unabhängigkeit für uns ist auch ziemlich wichtig, auch die finanzielle Unabhängigkeit. Das heißt, Ärzte ohne Grenzen ist zu 95% letztendlich privat finanziert und damit in dieser Größenordnung die einzige weltweite Organisation, die das von sich behaupten kann. Das heißt also nicht irgendwo am Geldhahn von irgendjemandem zu hängen, der eventuell auch sagen kann, vielleicht geht ihr lieber in die Richtung oder in jene, sonst werden wir euch diesen Geldhahn vielleicht auch ein bisschen enger drehen. Und die Neutralität ist für uns immer so ein Thema gewesen. Klar, wir sind nicht da, um zu sagen, die eine Seite hat Recht in einem Konflikt oder die andere. Oder vielleicht auch, wenn es 3, 4 sind, die sich gegenseitig bekriegen, wir sind auf der einen oder anderen Seite. Sondern wir sind da, weil es halt genau dieses Problem gibt und die Leute darunter leiden. Auf der anderen Seite ist es klar, wir bewegen uns im politischen Kontext. Und es ist auch logisch, dass man auch, indem man nichts sagt, im Grunde in irgendeiner Form auch eine politische Haltung einnimmt. Also wir sind da auch nicht blind, aber es ist halt notwendig, dass man halt auf allen Seiten des Konfliktes möglichst tätig sein kann, um akzeptiert zu werden, um Zugang zur notleidenden Bevölkerung zu haben. Soweit die Theorie und ja. Ich möchte auf 1, 2 Punkte nochmal eingehen, nämlich genau das Ding MSF. Ist jetzt nicht die erste Organisation, von der wir uns abgrenzen würden. Also, ne, also da geht es uns eher um die noch traditionelleren, ne, so Uniform, geilen Organisationen. Die, keine Ahnung, so extrem auf so einem White-Savior-Modus unterwegs sind. Trotzdem ist es ja spannend zu sagen, wie du sagst, MSF ist mal als ein linkes Projekt gestartet und das ist genau unsere Diskussion jetzt gerade. Ne? Also wenn wir am Anfang wahrgenommen wurden als linke Hilfsorganisation, wir sagen selber mittlerweile, wir sind Linke, die eine Hilfsorganisation machen und nicht eine linke Hilfsorganisation. Weil was soll eine linke Hilfsorganisation sein? Weil eigentlich sind ja diese humanitären Grundprinzipien an sich schon das, was für mich zum linken Grundverständnis gehören würde. Und das finde ich sehr spannend, weil auch bei dem Talk in Berlin kam das ja genau auf, dass ein Zuhörer dann meinte, ja, das mit Rojava und den Kurden, das habe ich verstanden und das fand ich auch gut. Warum ihr das mit Mosul gemacht habt, das hätten noch andere machen können. Das finde ich Quatsch. Ihr solltet dahin gehen, wo die Menschen links sind. Und das fand ich ein total spannendes Verständnis zu einem eigenen Linkssein, dass ich irgendwie dachte so, also muss ich jetzt weltweit erstmal gucken und nur die haben meine Hilfe verdient oder unsere Hilfe verdient, die im Mindset jetzt, also muss ich da auch nochmal selektieren. Das war so ein Punkt, wo wir, glaube ich, mit, oder ich zumindest mit Sicherheit auch ein Stück weit Frustration mittragen und halt mittlerweile sagen, gut, dann findet es halt doof, wir finden da trotzdem richtig jetzt irgendwie. Also, ne, also immer da hinzugehen, wo sich gerade mal eine politische Mehrheit bildet, die dann eine Meinung hat, die mir genehm ist, das finde ich auf jeden Fall total schräg. Und das Zweite ist, wir selber, da war ja ganz viel Learning by Doing. Wir sind ja nicht ins Feld gegangen mit einem stabilen Rückgrat, wie das MSF jetzt zum Beispiel hat. Also MSF kann ja auch, das Schöne und Furchtbare ist ja da manchmal, ihr könnt ja auch einfach ganz anders auftreten mit einer viel größeren Nase, als das viele andere können, weil ihr A, ein Schwergewicht in der humanitären Hilfe seid und B, aber auch, weil ihr eure Prinzipien aufgrund der Größe durchdrücken könnt. Also viel sind da ja logistische Fragen. Kann ich in so eine Region überhaupt gehen, wo gerade Krieg ist? Wie kann ich das machen? Was brauche ich da so als Rückgrat? Was brauche ich als Backoffice zum Thema Safety Security? Kann ich mir vor Ort irgendwie einfach mal vielleicht sogar ein gepanzertes Fahrzeug mieten, wenn ich weiß, es gibt die Gefahr, dass da Bomben hochgehen oder nicht? Wie viel Geld habe ich ganz frei von vornherein zur Verfügung, um eine Logistik und einen lokalen Personalstamm aufzubauen? Hatten wir am Anfang nicht. Und wir müssen auch ganz klar sagen, dass wir am Anfang relativ bekloppt in so Situationen reingegangen sind. Und mit Mosul, das war nicht unbedingt schlau. Und wir haben da, würde ich heute sagen, natürlich schon gegen erste humanitäre Prinzipien verstoßen. Nämlich beim IS war klar, die würden auf uns schießen, die haben auf uns geschossen. Also haben wir nur auf einer Seite des Konfliktes agiert. Nämlich auf der Koalition und der Irakis. Das ist ja genau die Diskussion, die immer noch geführt wird, die zwar versucht wird, bisschen mehr auf eine wissenschaftliche Ebene zu ziehen, wo es aber keine wirkliche Antwort gibt. Was machst du in dem Konflikt? Wenn eine Seite sagt, mir ist humanitäre Hilfe egal, ich schieße auf euch, sagst du dann, ja, dann können wir gar niemandem helfen, weil wir dem Prinzip hier nicht folgen können. Das ist ja auch bekloppt. Also wir finden es immer noch richtig, dass wir dann da gewesen sind. Wir finden es auch immer noch richtig, dass wir aus der Not heraus uns sehr nah zu militärischen Strukturen immer bewegen mussten, einfach um passiv den Schutz zu genießen. Und wissen aber auch, dass das definitiv nicht ganz streitfrei ist.
Das ist auf jeden Fall, also ich glaube, das war ein großes Thema. Es ist ja unter anderem die Diskussion jetzt, die ich anfangs schon kurz genannt habe, mit Herrn Spiegel dann aufgetreten, irgendwie zu sagen, diese Prinzipien sind wirklich nicht mehr up to date. Ja? Und Erdzone Grenzen und das Internationale Komitee des Roten Kreuzes haben damals beschlossen, halt nicht in diese WHO-organisierten Behandlungspunkte, die hinter der Kampfzone sozusagen sich befanden und Erste Hilfe in erster Linie geleistet haben, reinzugehen, weil sie halt militärisch geschützt waren. Und das halt auch ganz klar als Embedded Aid sozusagen betrachtet wurde und wir das als Grundsatzproblematik einfach gesehen haben, dadurch, dass wir auf der anderen Seite nicht tätig sein können. Das ist natürlich eine schwierige Diskussion. Man rettet Leben und für Ärzte ist das natürlich und Ärztinnen ist das immer das Primäre, natürlich, klar. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch fragen, was für Auswirkungen hat das darüber hinaus? Und da muss man natürlich auch sehr, sehr abwägend sein. Das fängt schon an damit, wie wir bestimmte Termini benutzen, zum Beispiel in öffentlichen Statements und so weiter. Man wundert sich manchmal, wie vorsichtig das Ganze stattfindet, hat aber eine durchaus relevante Größe, weil natürlich alles, was offiziell stattfindet im Internet oder überhaupt in der Öffentlichkeit natürlich wahrgenommen wird und auch interpretiert wird von den verschiedensten Seiten. Und das ist natürlich auch ein Teil der Globalisierung, die wir hier haben. Auch das, was wir hier sprechen, wird sozusagen sicher von verschiedenen Leuten wahrgenommen, auch wenn das vielleicht nicht sehr groß sein mag, aber das mag Wege finden in verschiedenste Konfliktgebiete, wo dann tatsächlich unsere Leute, die dort arbeiten, auf einmal mit Statements konfrontiert werden können, die für hier nicht problematisch sind, aber dort sehr wohl ein Problem darstellen können. Und deswegen muss man da tatsächlich auch sehr, sehr offen und oder sagen wir sehr aufmerksam immer sein, wenn es darum geht, wie man sich darstellt und was man tut, in welcher Situation. Und insofern war das für uns halt eine ziemlich klare Entscheidung, das zu dem Zeitpunkt in Mosul nicht zu machen. Nun kann man natürlich debattieren, 1800 Menschen sind vermutlich dadurch gerettet worden, vielleicht auch ein bisschen weniger Zahlen spielen dabei vielleicht nicht so eine große Rolle, aber es ist offensichtlich, dass wenn das keiner gemacht hätte, dann wären viele Menschen, die direkt in den Kampfhandlungen schwer verletzt worden sind, gestorben. Ganz klar, ja. Für uns war es halt genau der Punkt, dass wir damals, wir hatten nicht viel Zeit zu überlegen, ob wir es machen oder ob wir es nicht machen. Und die Erfahrungen vor Ort haben halt ganz schnell gezeigt, dass es genauso ist. Es gab ja diese militärischen Behandlungspunkte. Und die haben natürlich gesagt, wenn die jetzt Zivilisten, die sie dem IS zugerechnet haben, ob zu Recht oder zu Unrecht, dann haben die vielleicht behandelt, wenn wirklich nichts anderes mehr zu tun war. Und haben halt damit, ne, aus unserer Sicht natürlich gegen medizinisch-ethische Grundsätze ganz klar verstoßen. Da wurde also jeder Soldat der eigenen Reihen versorgt, auch wenn er nur zwei Kratzer hatte und schwer verletzte Zivilisten und Zivilistinnen, die kamen dann halt ganz hinten dran. Und das war für uns damals genau dieser Punkt zu sagen, so, ja Mist, also dann, also eigentlich konnten wir es gar nicht entscheiden. Ne? Also dadurch, dass wir da waren und nicht weit davon entfernt, war es so ein bisschen das Ding, dass man kann das irgendwie halt nicht machen. Und deswegen kommt für uns diese ganze Theorierolle und darüber jetzt nachzudenken, was bedeutet das eigentlich, die kommt eigentlich gerade so hinterher. Ne? Also in dem Moment haben wir da eigentlich... Gut, das ist natürlich auch eine historische Entwicklung, die Ärzte ohne Grenzen da zum Beispiel gemacht hat. Schon die ersten Einsätze damals in Biafra wurden massiv zum Beispiel instrumentalisiert von der damaligen Regierung, fanden ganze Umvölkerungsintentionen statt, die mit der Hilfe verbunden wurden zum Beispiel. Das ging weiter, das ging im Völkermord von Ruanda weiter, das ging in verschiedensten anderen Kontexten weiter, in Afghanistan etc., wo immer wieder versucht wurde, humanitäre Hilfe sozusagen wirklich für politische Interessen zu hitchhiken und zu instrumentalisieren. Und insofern ist das natürlich auch eine Art von sagen wir mal, Learning-Prozess gewesen, den Ärzte ohne Grenzen da auch durchmacht hat und den ihr sicher auch dann in verschiedener Art und Weise irgendwie sehen werdet. Denn natürlich ist es immer die Frage, in wie vielen verschiedenen Fronten ist man tätig, sozusagen, um dann auch abschätzen zu können, wie viel Impact hat das vielleicht, was ich hier tue, ganz woanders, wo es dann auch wahrgenommen wird und vielleicht auch als ein Statement für oder gegen eine bestimmte Positionierung einer Konfliktpartei betrachtet wird. Ne? Also das ist, glaube ich, auch so ein Aspekt, der sicher wichtig ist. Ja, vielleicht so abschließend, ich glaube, das ist nicht Katos Meinung, sondern meine Meinung, würde ich jetzt halt sagen. Also für mich ist schon ein Punkt, nach 5 Jahren so ein Resümee zu ziehen und zu sagen, diese Idee, wir machen das jetzt links. Ich fühle mich nicht irgendwo anders politisch verortet, aber ich bin natürlich, ne, jetzt auf einmal auf dem Punkt, dass ich ja denke, so gut, diese Abgrenzung zu manchen Organisationen, wie gesagt, bei MSF war das gar nicht so krass am Start. Ich begreife die auch durchaus noch als
anders als die meisten anderen. Aber wir sehen tatsächlich, dass diese Grundprinzipien eigentlich das sein sollten, was links ist, lässt sich nach außen hier in so einer saturierten Gesellschaft nicht gut vermitteln. Und da rede ich nicht von den ganzen rechten Trollen, dass die sowieso immer sagen, irgendwie, lass sie in der Wüste verrecken, das ist das eine. Mich hat es tatsächlich kurz schockiert, das tatsächlich auch aus Kreisen zu hören, denen man sich eigentlich nahe fühlt. Ne? Und wo dann auch so entmenschlichte Aussagen kamen wie, ne, das sind Faschisten, Faschisten sollen verrecken. Und wo ich dann mal so kurz dachte, was unterscheidet uns dann noch sozusagen, ne, von dem? Wenn ich halt wirklich sage, ich spiele mich in einer Person quasi als Staatsanwalt, Richter und dann am besten auch gleich Henker auf. Das fand ich schon, ja, dass ich immer noch denke, ich finde das links, was wir machen. Also dem würde ich mich komplett anschließen, weil ich auch denke, wenn, also ich meine, als Arzt, der ich hier sitze, kann ich sowieso, geht es darum, dass jemand, der in dem Moment, wo er kommt, irgendwie ein Patient ist, beziehungsweise jemand, der Hilfe braucht, ja, also ganz klar. Und das ist mir völlig egal, was da der Hintergrund ist. Und da gab es ja auch immer die Diskussion darum, würde man Nazis behandeln, ja oder nein? Hätte ich als Arzt, wenn ich jetzt irgendwie eine Reanimation von Hitler irgendwie durchführen müsste, würde ich das machen, ja oder nein? Schwierige Diskussion. Zum Glück wird diese nicht an mich gestellt werden. Aber generell ist es natürlich so, dass man sagen muss, er kommt nicht wieder. Das will ich mal ganz klar hoffen. Ja. Aber generell ist es natürlich nicht unsere Aufgabe und das darf es auch nicht sein. Und ich glaube, in dem Moment, wo wir anfangen, wirklich darüber zu ein Statement abzugeben, was jetzt lebenswertes Leben ist oder nicht, bewegen wir uns in Spannungsfeld, was wir überhaupt nicht überschauen können. Und das sollten wir uns wirklich dreimal überlegen, beziehungsweise dürfen wir einfach gar nicht anfangen. Und insofern ist das eine Diskussion, von der sollten wir uns auch als, ob wir uns als links betrachten oder was auch immer, irgendwie ganz klar distanzieren und sagen, jemand, der Hilfe braucht, kriegt die Hilfe, völlig unabhängig davon, warum er sie letztendlich braucht. Und wenn wir diesen Pfad verlassen, dann begeben wir uns wirklich in eine Dunkelzone, die wir alle nicht sehen wollen. Das geht, und das sehen wir immer wieder zum Beispiel bei der ganzen Diskussion um die Seenotrettung und so weiter, diese sogenannten Pull-Faktoren und so, dass das geht einfach nicht. Das ist menschenunwürdig, das ist Verletzung sämtlicher humanitären Prinzipien, das ist gegen das internationale Völkerrecht und gegen ethische, medizinische Prinzipien schon lange. Wollen wir es aufmachen? Das ist so, ich habe bestimmt viele Fragen. Ich wollte kurz mal fragen, ob aus dem Internet schon was gekommen ist. Nein, noch nicht. Also Fragen aus dem Raum. Und dann würde ich versuchen, euch ein Mikrofon irgendwie zuzustellen. Genau. Hier an der Seite. Ja, hi. Ich würde einmal kurz zu der politischen Frage vielleicht kurz eingehen. Also ich finde es immer schwierig, das mit einer politischen Strömung irgendwie zu erklären, weil ich sag mal jetzt, ob man jetzt links, Mitte oder konservativ ist, auch da wieder rechte Trolle, lassen wir mal außen vor an der Stelle. Hat vielleicht eben damit überhaupt nichts zu tun. Ich würde es eher als Humanismus bezeichnen. Ja, also seid ihr eine humanistische Organisation, ja, die versucht, das umzusetzen und eben nicht politisch in dem Sinne. Auch wenn ihr als Person natürlich politisch seid. Ja, keine Frage. Und ich würde vielleicht nur kurz einmal noch was anschließen. 10 Sekunden. Das war also nur ein Statement, glaube ich. Also, oder wollt ihr darauf antworten? Ganz kurz, bin ich vollkommen bei dir. Diente mehr zur Erklärung, wie wir dazu gekommen sind, was unsere Motivationen gewesen sind. Ne? Also ansonsten absolut richtig. Ne? Also das ist ja genau der Punkt. Ich dachte halt zumindest, dass die Community, aus der ich komme, ja, da ist für mich vielleicht, ich würde da zwischen Humanismus und Links halt irgendwie halt nicht unterscheiden. Und das ist eher der Punkt, dass ich jetzt manchmal entsetzt darüber bin, wie viel Diskrepanz da anscheinend dann doch tatsächlich bei manchen einzelnen Menschen dahinter steht. Ansonsten bin ich da vollkommen bei dir. So, jetzt haben wir eine Frage hier aus der Mitte. Dankeschön. Danke für die Streitfrage. Finde ich eine super wichtige Frage. Mich würde mal interessieren, was die Leute vor Ort sagen. Also, wisst ihr zum Beispiel, was die kurdischen Streitkräfte zu der Frage sagen würden, falls man es überhaupt so sagen kann? Oder Leute vor Ort? Oder am Ende habt ihr vielleicht mit Leuten vom IS gesprochen? Weiß ich ja nicht. Was haben die da für einen Blick drauf? Oder ist es völlig absurd, dass so ein Gespräch überhaupt zustande kommt inmitten von so einer humanitären Katastrophe? Mhm.
Also zu den kurdischen Strukturen, das kann man, glaube ich, relativ einfach beantworten. Wenn die kurdischen Strukturen nicht tatsächlich auch der Meinung wären, dass man die in der Wüste nicht verrecken lassen könnte, dann könnten sie die auch einfach in die Wüste schicken, also sprichwörtlich. Ja, oder auch die Zivilisten und Zivilistinnen erschießen, dann müssen sie sich keinen Kopf darum machen, wie sie die tatsächlich momentan trotzdem irgendwie versorgen. In diese Refugee-Camps oder IDP-Camps, das ist teilweise eine Mischung, ne, zwischen offenem Camp und dann immer sozusagen geschlossenen Strukturen, je nachdem, wie viel man an passierten Verbrechen dahinter vermutet. Das heißt, das ist auch durchaus eine Struktur, wo die Leute sich nicht komplett frei bewegen können. Und die kurdischen Strukturen rufen ja immer wieder dazu auf, ne, zu internationaler Hilfe und vor allem aber auch, dass international doch bitte ein Strafgerichtshof eingerichtet werden sollte, weil die halt sagen, es ist nicht unser Problem hier. Allein in Al-Hol leben, glaube ich, 5000 Menschen, die nicht aus Syrien kommen. Ja, da sind deutsche Staatsbürger und Staatsbürgerinnen darunter, die sind aus aller Welt gekommen, um in diesem islamischen Staat zu kämpfen. Und die kurdischen Strukturen sagen natürlich, können jetzt bitte auch alle sich mit dran beteiligen, das quasi auf einem gerichtlichen und vernünftigen Wege abzuarbeiten. Und die Staaten weigern sich da einfach. Da hat keiner Bock drauf gerade. So, ne? Und das ist für uns ein bisschen der Punkt. Wir hatten das auch intern als Diskussion, dass zum Teil gesagt wurde, ja, wir können ja dann antworten, wenn Leute fragen, warum wir das machen, weil wir damit die kurdischen Strukturen entlasten. Ich finde da die Antwort Quatsch. Das ist zwar kausal miteinander verknüpft, aber wir machen es, wie gesagt, nicht um die kurdischen Strukturen zu entlasten, sondern aus humanitären Gründen. Aber wie gesagt, auch die Kurden und Kurdinnen arbeiten da humanitär, aus meinen Augen. Kann man sich auch wieder streiten, wie gut sind die versorgt in den Camps? Ne? Also ginge da noch mehr oder nicht? Das ist eine Frage, die lässt sich dann am Ende des Tages halt nicht mehr beantworten. Ne? Das ist ein Landstrich, das jetzt wieder mit einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg überzogen wurde. Wie werden Ressourcen da verteilt? So wie wir es erleben, wird da versucht, alles Mögliche möglich zu machen mit den geringen Ressourcen, die auch von der internationalen Gemeinschaft zur Verfügung gestellt werden. Islamischer Staat selber, ich bin ja jetzt auch nicht so der Theoretiker dahinter, ne? Also praktisch ist natürlich so, man kommt mit den Leuten ins Gespräch, es gibt dann Leute, die sich gar nicht dazu äußern, und da soll ja immer nichts mit der NS-Zeit vergleichen, ne? Aber es ist so ein bisschen so das Ding, also ich weiß nicht, welche von euren Großeltern offen dazu gestanden haben, ob sie Nazis gewählt haben oder nicht und wie aktiv sie dabei gewesen sind. Es gibt viele Leute aus dem zivilen Rückgrat des IS, die halt gar nichts dazu sagen und versuchen, soll ich sagen, sich gut zu verhalten, eine gute Führung zu zeigen. Definitiv gibt es aber auch wirklich Strukturen, die da drin sind, die halt sagen, ja, wenn wir könnten, würden wir euch umbringen. Das gibt es, definitiv. Es gibt da Leute, die halt sagen, jetzt marschiert die Türkei ein. Da gab es ja auch kurz mal Unruhen in dem Camp zumindest, weil auf jeden Fall dieses Bild da war, jetzt, ne, kommt es hier dazu, dass wir vielleicht befreit werden und unsere Strukturen wieder aufbauen können. Also vielleicht ein kurzes Wort dazu. Generell ist es halt so, dass wir auch immer wieder in diesem Bereich auf den Verweis aufs internationale Völkerrecht machen müssen. Denn die Genfer Konventionen sind ein Bestandteil davon, denn wir dürfen nicht vergessen, dass auch Krieg eigentlich Regeln hat. Und Krieg, das klingt immer völlig, völlig absurd, aber es ist ganz klar, darauf müssen wir referieren, weil wir im Grunde ja sonst keine Möglichkeiten haben. Es muss einfach klar gemacht werden, dass wer auch immer Macht hat in einem bestimmten Gebiet, verantwortlich dafür ist, dass Zivilisten geschützt werden, dass Hilfe möglich ist und dass Hilfsangebote extra Schutz auch erfahren. Und das, was wir im Moment erleben, ist weltweit im Grunde eine Erosion dieser ganzen Entwicklung, die vor 15 Jahren mal besser aussah, zumindest gefühlt, also ob man das wirklich so festmachen kann, aber in den letzten Jahren massiv in Frage gestellt wird, unter anderem auch von westlichen Regierungen. Also das ist lange nicht nur ein Thema, was sozusagen da ganz außen irgendwo, wo wir nicht hingucken, irgendwie stattfindet, sondern das ist auch hier in unserer Diskussion, das ist auch eine Diskussion, die in den US-amerikanischen Foren stattfindet, die auch genauso in Europa im Moment stattfindet, wenn wir über unsere Außengrenzen im Mittelmeer oder anderen sprechen. Ja. So, da, okay, hier vorne, das ist ganz leicht. Hallo, ich wollte fragen, ob ihr euch dann auch aus der Diskussion raushaltet, die Rücknahme von IS-Kämpfern, Kämpferinnen und den Angehörigen in EU-Staaten zum Beispiel, oder ob es dazu eine Meinung gibt, die ihr auch vertretet?
Das wird so theoretisch. Ich bin ja nicht so der Theoretiker. Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass ich ja denke, natürlich ist es so, dass ich diese Forderung der kurdischen Bevölkerung total verstehen kann. Und selber halt auch denke, weißt du, es kann ja nicht sein, dass sozusagen aus unseren, wie gesagt, saturierten Gesellschaften Menschen dahin gehen, furchtbare Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit begehen und dann sozusagen wir hier sitzen und halt sagen so, lass die immer mal schön da. Das ist natürlich, das ist totaler Quatsch auf jeden Fall. Ich finde es politisch richtig und wichtig tatsächlich, dass sich alle Staaten natürlich auch daran beteiligen, und weil die Personen haben ja nicht ihre Staatsbürgerschaft dadurch verloren. Ne? Es gibt ja, glaube ich, Staaten, die darüber diskutieren, ob Staatsbürgerschaften dann entzogen werden können. Ich finde das den falschen Weg, weil, wie gesagt, wir reden über Syrien, über ein zerrissenes Land, da herrscht noch Bürgerkrieg, es wird immer bekloppter. Gerade in der Region, da treffen sich jetzt tatsächlich Patrouillen von Amerikanern und Russen und syrischer Armee und Kurden. Da kannst du mittlerweile Fotos machen, ne? Also wo auf einem Foto vier verschiedene Flaggen zu sehen sind. Dieser Konflikt ist noch lange nicht vorbei. Und da tatsächlich nicht alles zu tun, was man tun kann, in der eigenen Verantwortung, finde ich total falsch. Also wir unterstützen das auf jeden Fall. Ich finde, man kann als Hilfsorganisation theoretisch auch Meinungen kann man natürlich vertreten. Ne? Also man kann ja Advocacy-Arbeit für solche Themen betreiben. Das finde ich jetzt nicht konträr zu den humanitären Prinzipien. Aber Frank hat gerade mit dem Kopf geschüttelt und ich habe immer Angst vor seiner Meinung. Deswegen. Das ist halt. Ich habe eine persönliche Meinung dazu, aber als Ärzte ohne Grenzen haben wir dazu erstmal per se keine Meinung. Das ist sozusagen, das ist ganz klar. Das ist ein sehr politisiertes Thema und da gibt es viele Diskussionen drum. Aber das hat jetzt erstmal mit der primären Hilfe, die wir leisten vor Ort, relativ wenig zu tun. Ja, insofern ist das. Ja, da kann man natürlich drüber diskutieren, aber generell ist das ein Thema, was halt wieder viele Flanken aufmacht und deswegen würde ich das erstmal sozusagen als nicht relevant in diesem Kontext für uns betrachten. Jetzt würde ich ja gerne gemein werden, könnte sagen, es könnte sein, dass auf dem humanitären Kongress in Berlin es Hinterzimmertreffen gegeben hat, wo auch wir drin saßen und andere Organisationen, wo genau das Thema nämlich besprochen wurde, wie geht man mit diesen Geschichten um? Also von daher, ja, MSF mag da keine Meinung haben. Es ist so, wir sind die Akteure, das muss man halt auch nochmal ganz klar sehen. Ne? Also wir sind natürlich die Akteure, die vor Ort sind. Das Auswärtige Amt hat in Nordostsyrien und gerade in Al-Hol überhaupt keine Möglichkeiten, irgendwas zu machen. Also auch nur Informationen zu bekommen, allein schon Informationen zu bekommen, wie viele Deutsche sind denn da, wie ist denn die Versorgungslage, was passiert denn da? Da wirst du ja als humanitäre Hilfsorganisation offiziell, das ist die eine Geschichte, wenn mich jemand fragt, ich erzähle es ja euch auch, wie die Situation ist, das tue ich natürlich auch jemandem, der vielleicht zufällig beim Auswärtigen Amt arbeitet. Also da hat man auch schon gerade in so Kriegsgebieten einfach eine wichtige Rolle, die noch, glaube ich, gar nicht genug diskutiert ist und ausdiskutiert ist. Wieder diese Frage, sind diese Prinzipien noch zeitgemäß? Wie geht man damit um? Ich stelle mich jetzt hin und sage so, da kann ich dir nichts zu sagen, weil du jetzt zufällig beim Auswärtigen Amt angestellt bist, aufgrund von Prinzipien, die in der Region an sich ja gar nicht mehr greifen. Ja, also dazu muss man nur noch mal sagen, dieses Neutralitätsprinzip ist tatsächlich ein Mittel zum Zweck. Das ist ja kein in Stein gemeißeltes Prinzip an sich. Es ist wichtig, dass halt die Empfindung sozusagen, das Verständnis vor Ort entsprechend ist. Das heißt natürlich nicht, dass es auch Diskussionen gibt, die nicht offiziell und öffentlich sind. Das ist immer so. Und wir reden mit allen. Das ist sowieso auch Grundpfeiler der ganzen Aktivitäten und des Zugangs überhaupt in diesen ganzen hochpolitisierten und schwierigen Konfliktlagen. Und das heißt natürlich nicht, dass alles, was immer diskutiert wird, auch offengelegt werden muss. Das ist ganz klar. Und so funktioniert natürlich auch ein Teil der Diplomatie, die auch humanitär im Hintergrund stattfinden muss. Ja, mehr kann man dazu im Grunde dann so nicht sagen. So. Kommen wir da erstmal. Ihr habt am Anfang ja relativ negativ über das DRK geredet. Oder habe ich das falsch verstanden? Nein, das war ein Missverständnis. Also da will ich gleich sagen, das DRK, das Deutsche Rote Kreuz, hat damit nichts zu tun. Das kam nur aus der Rotkreuzbewegung sozusagen. Ja? Also das ist ja die Entwicklung von Ärzte ohne Grenzen, die damals aus der Rotkreuzbewegung kam. Und das Problem war einfach, dass die nie wirklich über das reden wollten, was sie eigentlich vor Ort gemacht haben. Weil sie gedacht haben, dass das den Zugang noch viel
mehr sozusagen einschränkt. Und Ärzte ohne Grenzen hat er gesagt, irgendwann, als sie Biafra dann sozusagen als eine der Gründungsmythen der Aktivitäten sahen, dass dort auch viel Schindluder getrieben wird und viel Politisierung der Hilfe letztendlich, dann muss man auch darüber reden, was man letztendlich vor Ort sieht. Die politische Einschätzung davon mag dann ein anderes Thema sein, aber einfach nur als Zeuge dessen, was dort eigentlich passiert, auch nach außen treten. Denn damals war es natürlich noch viel schwieriger, überhaupt Informationen zu bekommen, die auch hier ankamen. Heute kann man sich das vielleicht gar nicht mehr vorstellen, aber tatsächlich gab es eine Zeit, da gab es noch kein Internet. Ja. So. Gehen wir hier. Genau, danke. Ja, super spannende Frage. Irgendwie dieses Sinn humanitäre. Also mir ist noch nicht ganz klar, ob humanitäre Prinzipien, warum humanitäre Prinzipien links sind oder andersrum. Das ist euch, glaube ich, auch so ein bisschen als Frage im Raum. Und vielleicht kann man das anders angehen. Also ihr habt gesagt, er kommt irgendwie aus den linken Kreisen und so weiter. Also hat das was damit zu tun gehabt, dass ihr euch für diese Fragen interessiert habt? Also dass ihr sozusagen zu diesen humanitären Prinzipien gekommen seid, hat das was mit der Sozialisation irgendwie in linken Kreisen zu tun oder nicht? Kommt das von woanders? Also irgendwie, um die Frage vielleicht anders anzugehen. Ja, ich merke schon, das war offensichtlich ganz missverständlich oder missführend. Ich glaube, das Ding ist tatsächlich, also Leute von uns haben schon vorher in humanitären Kontexten gearbeitet. Diese Frage links oder nicht links, die geht dann vielleicht doch teilweise darum, wie die anderen Organisationen aufgestellt sind oder wie wir sie erlebt haben. Generell gibt es ja eine White Savior-Modus beschreibt es vielleicht schon ganz gut. Ne? Es ist in allen möglichen politischen Szenen natürlich total opportun zu sagen, wir müssen irgendwo anders hingehen, wir müssen denen helfen. Die Frage ist, mit welchem Mindset machst du das? Ja, bist du US-amerikanischer Evangelikaler und gehst da hin und möchtest aber auch den armen Musulmanen und die armen Musulmanen bitte bekehren? Auch das haben wir in Mosul erlebt. Ja, dass halt Leute zum Helfen kommen und in den Ambulanzen anfangen, mit den Leuten christlich zu beten, da fasst er dir an den Kopf. So. Und das war für uns ein Punkt damals, dass wir gesagt haben, okay, es gibt ganz viele Punkte, die in vielen existenten Organisationen da sind, für die wir im Einsatz mal waren, ne, vorher, bevor es uns gegeben hat. Und wir wollten das gerne anders machen. Also dies, mit dem Linken ist dann vielleicht eher die Frage, wie möchte man Hilfsorganisationen leben? Und am Anfang haben wir gesagt, so mit ihren Prinzipien, klar gibt es die und zu keinem konnte man Nein sagen. Ja, jetzt ist es eher spannend tatsächlich, dass wir auf ein Unverständnis stoßen, zum Teil bei linken Strukturen, dass wir faschistoiden Strukturen wie dem Islamischen Staat helfen in dem Moment, wo er besiegt ist und sich helfen lässt. Ne, dass wir in dem Moment sagen, Mensch ist Mensch. Und wie gesagt, da gehört ein Strafverfahren hin, da gehört irgendwie auch eine Gerichtsbarkeit hin. Aber im Endeffekt hat der Mensch genauso Menschenrechte wie jeder Mensch, der hier in Deutschland Scheiße baut und in den Knast geht und dort auch versorgt wird. So. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt, wie gesagt, mit den humanitären Prinzipien, und da bin ich bei einem, ne, der Vorredner, die sind schon dem Wort nach humanitär, die sind einfach menschlich. Das Linke kam da rein in den Gründungsmythos, warum wir gesagt haben, wir wollen zusammen gerne Organisation sein und manche Sachen anders leben. Ne? Genauso dieses Ding, wollen wir nur zu irgendwelchen Katastrophen kurz fahren, wie gehen wir mit Patientenrechten um? Ne? Also wie gehen wir mit Bildgeschichten um? Wenn ihr unsere Homepage mal anschaut, schleichwerbung.de, dann werdet ihr sehen, dass wir zum Beispiel, wir verpixeln grundsätzlich Patientenbilder, Patientinnenbilder. Wir benutzen eigentlich keine Kinderbilder, obwohl wir aus Mosul mannigfaltig Material dafür hätten. Und das sind Dinge, die uns vorher gestört haben, ne, für Organisationen zu arbeiten, wo man gesagt hat, die Arbeit macht Spaß, aber das Setting schmeckt im Nachgang gallig. So, und darin kam so ein bisschen, glaube ich, das rein, dass wir gesagt haben am Anfang, das ist jetzt was Linkes. Und mittlerweile würden wir ja auch sagen, also wie gesagt, menschlich haben wir uns nicht verändert. Als Organisation würden wir uns, glaube ich, dieses Label auch nicht mehr geben, weil es uns zum Teil dann wahrscheinlich auch nicht zugestanden wird und uns mittlerweile dann aber auch egal ist, weil wir das richtig finden, was wir machen. Genau. Also ich würde das ähnlich unterschreiben eigentlich, weil im Grunde ging es da auch zu sagen, vor 40 Jahren war das halt eine linke Strömung. Ne? Das war noch im Zuge der 60er-Bewegung und so weiter, dass sich Ärzte ohne Grenzen letztendlich gegründet hat. Und da waren natürlich viele Leute, die aus dieser Bewegung kamen. Mittlerweile muss man sagen, ist es ja fast links zu sagen, man rettet Menschen, weil es ihnen schlecht geht. Ja, das ist ja das Schlimme.
Also ich meine, das ist so, so schlimm, an so einem Punkt sind wir leider schon angekommen. Mir ist es völlig egal, wie man das am Ende nennt. Humanistisch trifft es eigentlich am besten, weil es darum geht, einfach das zu begreifen, was wir alle sind. Irgendwie nämlich, dass wir, wenn wir in einer Notlage sind und jemand daneben steht, und der doch uns bitte helfen soll. Genauso wie wir die Hilfe kriegen sollen, wenn wir irgendwie in Schwierigkeiten sind. Und wer da einen Unterschied macht, der ist meiner Meinung nach halt weder links noch rechts, sondern echt ein Arschloch. Also das ist so, so simpel eigentlich, aber so kompliziert mittlerweile, weil alles hochpolitisiert wird. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, was wir schon immer erlebt haben, aber was im Moment so ein bisschen durch diese ganzen Rechtspopulisten so dermaßen, sagen wir mal, polarisierend wirkt, dass wir da kaum mehr rauskommen, uns, wenn wir als links bezeichnet werden, dann auch als selbige zu betrachten, was jetzt gar nicht für mich wirklich der springende Punkt ist. Die Diskussion ist eher, wie verteidigen wir diesen sogenannten humanitären Space, also das bisschen, was wir noch haben, irgendwie da tätig zu sein, mit solchen einfachen Prinzipien Hilfe da, wo sie nötig ist, weil es Leute sind, die einfach keine Hilfe bekommen. Wie kriegen wir das hin, dass das akzeptiert wird und geschützt wird und nicht angegriffen wird und dass das auch unsere Regierungen endlich mal begreifen, dass die Leute, die in Lesbos da sind, die Kinder, die zum Teil jetzt irgendwie mit ein paar Jahren schon keine Lust mehr haben zu leben, weil wir sie in unerbärmlichsten Bedingungen, unter menschenunwürdigsten Bedingungen in Europa leben lassen, dass die irgendwie da raus müssen und zwar jetzt und nicht, weil, und nicht aus politischen Überlegungen erst in 10 Monaten, wo dann wieder wie x Menschen gestorben sind. Oder genauso die Menschen, die jetzt irgendwie mit den Booten übers Meer fahren oder in 1000 anderen Situationen. Sie sind bloß greifbarer, weil wir hier direkt was machen könnten in diesem Moment. Ja, deswegen fokussiert Sea-Watch darauf, deswegen fokussieren wir, was die Search-and-Rescue-Aktivitäten angeht, immer darauf zu sagen, hier haben wir eine Verantwortung, hier sind wir auch ganz klar und bewusst politisch, weil das ist ein politischer Kontext, in dem wir nichts zu verlieren haben, weil wir einfach sagen können, hier sind wir auf den Seiten tätig, wo es möglich ist, aber da wird uns keiner einen Riegel vorschieben, weil wir sagen, du Europa, du deutsche Regierung, ihr habt eine Verantwortung, wenn diese Kinder Selbstmord begehen, wenn diese Leute sterben, weil wieder irgendwie ein Brand ausdrückt in Moria, wo Tausende von Menschen leben müssen, weil sie nicht anders können, dann habt ihr eine Verantwortung und wenn ihr die endlich wahrnimmt, dann heißt das, die Leute rausholen und zwar jetzt. Ja, dann ist das einfach. Ja? Und das ist schwierig. Ja. So, gibt es noch Fragen? Da, wir haben eine Frage. Ja, danke. Sehr spannende Unterhaltung auf jeden Fall. Ich wollte fragen nochmal zu den Facetten der Instrumentalisierung, die ihr so erlebt habt, weil ich habe gelesen, dass zum Beispiel Ärzte ohne Grenzen sich zurückgezogen hat. Ich weiß leider nicht mehr wo, aber da ging es um die, dass sie das Gefühl hatten, dass sie Folteropfer nur fit machen für die nächste Folter sozusagen. Ich weiß nicht mehr, was das genau war. Und vielleicht könnt ihr nochmal so ein bisschen sagen, was für eine Instrumentalisierung noch okay ist oder man hinnehmen muss und wo es dann irgendwie zu viel ist. Also ihr habt da sicher viele Diskussionen geführt und es würde mich nochmal ein bisschen konkretere Beispiele würden mich interessieren. Möchtest du anfangen? Fang an. Frank sprach gerade über Lesbos. Wir hatten eine ganz schwierige Diskussion letztes Jahr im Winter, als wir gesagt haben, wir wollen auch, also wir hatten gerade in Syrien Projekte ein bisschen zurückfahren müssen, hatten Kapazitäten frei und haben überlegt, was machen wir? Hatten auch überlegt, auf Lesbos zu arbeiten und hatten da auch schon Kontakte zu anderen Organisationen on the ground. Und als wir da waren, haben wir festgestellt, dass zumindest zu der Zeit, als unser Assessment-Team da war, dass das kein offenes Camp war. Dass das quasi auch so war, ne? Die kamen an mit den Booten und wurden in dieses Camp gebracht und durften dieses Camp nicht mehr verlassen. Sodass man da schon gesagt hat, da hat eigentlich eine Form von Internierung schon angefangen, wo wir damals gesagt haben, und dazu kam so ein bisschen dann noch so eine Geschichte mit, wie stellt man sich da gut mit Frontex, wie muss man mit Frontex da zusammenarbeiten, wo wir in dem Moment kurz gesagt haben, da war die Lage aber auch gerade in dem Camp nicht so verzweifelt, dass wir gesagt haben, gut, das ist für uns Instrumentalisierung. Ein Knast, den ein Staat da aufmacht, sollte auch von dem Staat versorgt werden und nicht von der internationalen Hilfsorganisation. So, das war aber so ein bisschen auch eine Diskussion für uns in dem Moment aus der Ressource heraus, dass wir gesagt haben, es gibt da noch Kapazitäten. In Syrien machen wir genau das gerade. Al-Hol können die sich auch nicht frei bewegen. Könnte man auch sagen, ist das ein Stück weit Instrumentalisierung oder nicht?
Wo man aber sagen muss, wenn die kurdische Bevölkerung oder die Gesundheitsstrukturen schon überlastet sind, die Bevölkerung zu versorgen, dann kann man da ja gerade nicht mehr sagen, die Instrumentalisierung ist ja nicht bewusst, weil sie halt sagen, wir haben jetzt keinen Bock da drauf, sondern da gibt es die Kapazitäten halt nicht. Und dann haben wir gesagt, gut, dann geht man das natürlich ein. Und da ist ja auch MSF ist auch in den Camps. Ich muss ja zugeben, wir schielen immer so ein bisschen natürlich auch dahin und gucken, was MSF macht, weil wir das noch sehr respektieren von den inhaltlichen Standpunkten. Wenn wir gucken, geht das oder geht das nicht. Das sind so die zwei Beispiele, die mir einfallen würden, ne? Die ja halt eigentlich sehr, sehr ähnlich gewesen sind. So, ne? Also freier Bewegungsspielraum für die Menschen, um die wir uns kümmern. Versorgen wir Leute in dem Knast oder nicht? In einem europäischen Staat finde ich das falsch. In Syrien, in der Situation, finde ich das richtig. Ja, ich weiß jetzt nicht, auf welches Beispiel sich das genau bezog, aber natürlich geht es nicht, Leute fit zu machen dafür, dass sie weiter gefoltert werden können, in welchem Kontext das auch immer dann letztendlich stattfindet. Und generell muss man halt schauen, dass man wirklich die Balance hält, dass man mehr Gutes tut, als man Schlechtes sozusagen als Nebenwirkung sozusagen hat. Und das ist halt eine sehr schwierige Abwägung in manchen Zusammenhängen, ganz klar. Vor allen Dingen dann, wenn du halt die einzige Hilfsorganisation bist, die bestimmte Zugänge noch einfach hat, vielleicht in Bereichen, wo man tätig sein kann, unter politisch schwierigsten Bedingungen. Ja. Es ist auch klar, dass es immer auch eine Frage der Sicherheitsdiskussion ist, inwieweit sind auch deine Kolleginnen und Kollegen angreifbar, werden deine Familien vielleicht unter Druck gesetzt. Was bedeutet das, wenn man sich zurückziehen muss für diese Leute? Kann man die zurücklassen? Das sind alles Themen, die total kontextabhängig sind und häufig auch wirklich davon abhängig, was gerade im Moment politisch passiert. Das kann sich innerhalb relativ kurzer Zeit auch verändern, sodass es manchmal bedeutet, man stoppt Projekte für eine bestimmte Zeit, weil halt erstmal Verhandlungen stattfinden müssen im Hintergrund Sicherheitsbedenken klar gemacht werden und dann zumindest Absprachen stattfinden müssen. Denn natürlich müssen wir sicherstellen, dass die Leute, die dorthin gehen und arbeiten, auch ein kalkuliertes Risiko eingehen. Also null Risiko gibt es sowieso nie in diesen Kontexten, aber es muss klar sein, dass alles Mögliche getan wird, um das Risiko der Patientinnen und Patienten, aber auch natürlich unseres Personals, aller Leute, die dort freiwillig hingehen, so minimal wie nur möglich zu halten. Und wenn das nicht gewährleistet ist, dann müssen wir ganz klar sagen, hier können wir nicht mehr arbeiten. Mir fällt da noch ein ganz gutes Beispiel ein aus Mosul tatsächlich. In Mosul war das so, wir sind ja so, ne, wirklich so einen Kilometer hinter der Front gewesen, sehr nah beim Militär. Und die medizinischen Versorgungsstrukturen vom irakischen Militär sind, gelinde gesagt, unterirdisch. Ne? Also da sind dann, wir haben einen Arzt, was dann aber Arzt ist, ist auch immer die Frage, weil wenn du tatsächlich die Kompetenz als Arzt hast, versuchst du natürlich in anderen Kontexten zu arbeiten, wo du mehr verdienst. Da hatten wir einen Menschen, der als Arzt gearbeitet, oder vom Militär als Arzt eingesetzt war, der war Mikrobiologe. Bio habe ich auch mal studiert, deswegen glaube ich nicht, irgendwie Arzt sein zu können. Das heißt, das war so ein bisschen, ob du da überlebst, auch gerade als Kämpfer. Ne? Das war dann so ein bisschen, das war Glücksspiel. Und Instrumentalisierung hat in dem Moment stattgefunden, wo wir gesagt haben, okay, wir versorgen hier die Zivilisten und die Zivilistinnen, ihr seid eigentlich für die Kämpfenden zuständig. Da gab es so ein zweiseitiges Ding. Das eine ist natürlich, dass unsere Ärzte und Ärztinnen gesagt haben, ey, wenn ich sehe, wie hier zum Teil gearbeitet wird, dann muss ich da aber auch einschreiten, weil da verliert gerade ein Mensch sein Leben ohne Not, auch wenn das ein Mensch war, der vorher gekämpft hat. So, ne? Und andersrum, was sich auch das irakische Militär gesagt hat, ey, wir schützen euch gerne, es aber auch eingefordert haben. Also ein Stück weit gab es schon diese Instrumentalisierung, dass ihr wollt die Zivilisten und Zivilistinnen retten, klar, dann helft aber auch sozusagen unseren Kämpfenden. Und das war ein krasses Aushandlungsding. Ne, mit denen darüber reden zu können, zu sagen, okay, wir helfen auch euch, aber wir entscheiden, wem es gerade am schlechtesten geht. Also es ist so ein ganz, ganz schräger Moment eigentlich. Das meinte ich vorhin, was jetzt versucht wird, irgendwie, ne, wissenschaftlich auch aufzuarbeiten. Konnte man das, durfte man das, geht es nicht. Ich finde es aus Situation heraus, ich sehe nicht gerne Menschen sterben. Ich hoffe, das geht den meisten von euch so. Das heißt, in dem Moment verwischen diese ganzen Prinzipien und da verwischt auch ein bisschen die Instrumentalisierung. Wenn man hinterher drüber geredet hat, dann könnte man richtig wütend werden, ne? Und könnte halt sagen, was ist das für eine Ansage so? Ihr dürft nur Zivilisten helfen, wenn ihr uns auch helft. So, aber das sind so die Nummern, wo es in der Praxis dann tatsächlich so instrumentalisierenden Charakter annimmt, wo man einfach aufpassen muss und überlegen muss, wo geht das strukturell quasi in Zukunft dann eigentlich hin. Ja, nee. Dann eine Frage von hier vorne.
Ja, weil ihr am Anfang gesagt habt, dass die Prinzipien der humanitären Hilfe vielleicht nicht mehr gültig sind. Das habe ich nicht verstanden. Was daran, warum sollte das überholt sein, nur weil die Konfliktparteien jetzt andere sind, die sich vielleicht nicht mehr ans humanitäre Völkerrecht halten? Aber die Prinzipien. Ja, also das ist in dem Moment, wo du sozusagen nicht mehr in der Lage bist, auf beiden Seiten des Konfliktes, wobei das natürlich ein bisschen plakativ ist, beide Seiten. Es gibt häufig ganz viele Seiten eines Konfliktes und ganz viele Interessen, die natürlich stattfinden. Das heißt, man verhandelt mit sehr, sehr vielen verschiedenen Akteuren, die auch wirklich völlig unterschiedliche Interessen haben. Manchmal sind das rein monetäre Interessen, manchmal sind das hochpolitische, manchmal ist das eine Mischung aus verschiedensten Dingen. Insofern ist das sehr, sehr schwierig auch. Aber es wird halt gesagt, im Grunde könnt ihr mit dieser Art von Arbeit nur in klassischen Konflikt zwischen zwei Staaten irgendwie tätig sein. Und diese gibt es nicht mehr. Das sind mittlerweile so asymmetrische Kriege, die dort zum Teil auch stattfinden, auf unterschiedlichen technologischen, aber auch Interessenniveau, sodass das gar nicht mehr funktionieren kann. Plus, dass dann andere Leute sagen, wir müssen noch viel mehr andere Werte damit reinbauen, um das Ganze irgendwie auch für die lokale Bevölkerung noch, sagen wir mal, fühlbarer zu machen und besser vermittelbar zu machen. Da gibt es also auch verschiedene Diskussionen, die gleichzeitig stattfinden. Und ich denke, meine These ist halt, wir müssen an diesen Prinzipien umso mehr festhalten, je mehr sozusagen diese Erosion stattfindet und von allen Seiten versucht wird zu sagen, das ist nicht mehr adäquat. Und deswegen können wir auch dieses ganze humanitäre Völkerrecht echt mal erstmal vom Tisch tun und irgendwann vielleicht modifizieren, neu machen oder so, aber erstmal brauchen wir uns nicht mehr drum kümmern, weil darum geht es im Grunde im Moment, dass unsere Regierung und viele der kriegsführenden Parteien sozusagen einfach einen Grund brauchen, warum sie Krankenhäuser angreifen können, warum sie Ambulanzen als Ziele erklären können, warum sie, was weiß ich, machen können, einfach nur, um Terror letztendlich zu verbreiten. Ja? Und das darf nicht sein. Und dann kann man sich darüber unterhalten, ob es nicht andere Dinge gibt, die auch wichtig sind, die man vielleicht noch dazu tun möchte. Ja? Die alle ihre Relevanz haben, aber für mich eher Werte sind, als dass sie wirklich die Prinzipien sind, nach denen wir funktionieren wollen und sollen in diesen akuten Krisen- und Konfliktsituationen. Dazu vielleicht, glaubt mir diese Frage nach, nicht mehr zeitgemäß. Das ist ja erstmal in viele Richtungen wertbar. Und da anzuknüpfen der Neutralität, wieder am Beispiel Mosul. Es gab ja unfassbar wenige Organisationen, die in Mosul gearbeitet haben. MSF hat es ja zeitweise gemacht. Und dann gab es außer uns noch zwei andere Organisationen, die diese Frontline-Response gemacht haben. Und die Diskussion oder die Argumentation aller anderen Organisationen, es eben nicht zu machen, war genau, weil sie gesagt haben, ja, das ist ja dann nicht neutral. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wenn uns dann gesagt wird, und das trifft ja eigentlich nur uns, wir waren die Akteure, die es ausgeübt haben, aber zum Beispiel die WHO, die dann quasi im Zugzwang ist, ne, die wird doch komplett zerrieben dazwischen, dass alle sagen, wieso macht ihr nichts, wenn hier die Menschen in der Stadt sterben? Und zeitgleich sagen die Organisationen aber, wir schicken unsere Teams da nicht hin, weil es diesen Prinzipien nicht entsprechen kann. Und das ist so eine ungelöste Situation, ne, wo ich Frank absolut zustimmen würde, Neutralität ist unfassbar wichtig, ne? Nicht nur als, also wirklich als gelebtes Prinzip auf der einen Seite, wenn sie nicht ermöglicht wird, heißt es dann, dass du da nicht arbeiten kannst. Das muss ich natürlich mit Nein beantworten, da muss man trotzdem da arbeiten. Und das ist halt so ein Add-on, das diskutiert werden muss. Ja, also so, wir hätten eine... Hallo. Wir hätten Zeit für eine ganz kurze Frage, beziehungsweise eine kurze Antwort. Haben wir eine noch vom Publikum? Nein? Achso, da hinten. Okay. Ich wollte nur kurz vielleicht anmerken, oder es ist ja auch schon ein bisschen vorgekommen in dem, was ihr gesagt habt, aber es gibt ja wie noch eine andere Ebene da drin. Also es gibt einmal wie die Hilfe, die gebraucht wird von Leuten, die... und die gibt es ja sehr viel, jetzt mal so global betrachtet. Sehr viel Notleiden und sehr viel, was man da machen kann. Und dann gibt es einmal die Ebene... wie, also okay, ihr habt was Besonderes gelernt, ne? Oder ich habe was Besonderes, also gelernt, was sie brauchen und die brauchen die. Und aber dann gibt es ja auch noch die Ebene von, warum finde ich das gerade wichtig, das da anzubringen? Und jetzt dann, also ich glaube, oder ich finde, dann ist erstmal diese Frage so ein bisschen ausgehebelt, warum, also wer hat wie das Recht auf Leben und wann hat ärztliche Versorgung das zu entscheiden oder sowas? Sondern einfach auch nochmal auf so einer persönlichen Ebene, was gibt es und wo finde ich das gerade vielleicht politisch oder persönlich relevant,
das einzubringen. Ja, wollte ich nur noch mal also anbringen, weil ich finde, das ist eine relevante Frage und dadurch, finde ich, wird man mehr agierend als reagierend auf Notstände, die es gibt, weil es gibt ja unheimlich viel. Weiß nicht, bedarf es dafür eine Antwort? Das war ja eher ein Statement, oder? Ja, also genau, eigentlich eher ein Statement. Ja, gut. Kann man so sehen, aber, ja. Dann bedanken wir uns bei euch nicht nur für den tollen Vortrag und die Diskussion, sondern auch für Ihre Arbeit in diesen Krisengebieten. Vielen Dank, vielen herzlichen Dank.